Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Slime Rancher. Was heißt hier wieder zurück zu einer neuen Folge, sondern zur ersten Folge Slime Rancher? Denn ich habe dieses Spiel einfach so in diesem Steam-Browser-Dings-da-Bums da gefunden. Und das hat mich irgendwie so angesprochen, weil in diesem Spiel seht ihr ja eigentlich auch schon im Hintergrund, gibt es viele komische Schleime und die kann man einfach so sammeln, ja? Und da habe ich mir so gedacht, hey, daher, dass ich Sammeln ja eigentlich mag und dass das eigentlich ganz witzig ist und Schleim auch so eine Sache ist, die ich damals immer sehr gern gemocht habe, die ich heute eigentlich immer noch mag, ja, habe ich mir natürlich gesagt, das sind ja zwei Komponenten, die man so gerne mal spielen kann, ja. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so geplant, mal zusammen mit euch in dieses Spiel reinzuschauen und einfach mal zu gucken, Dings, wie man da irgendwie irgendwas an Schleim sammeln kann, ja. Dann können wir uns hier vielleicht so ein Bild aussuchen, welchen Schleim wir haben wollen als Bild. Ich finde den hier eigentlich ganz cool, den roten, der sieht nämlich so aus, als ob der keinen Plan von seinem Leben hat, deswegen nehmen wir den einfach mal, so. Dann können wir hier einen Game-Modus aussuchen, und zwar den Adventure-Game-Modus, Live the Life of a Slime Rancher and Explore the Wonders of Fair Range at your own place, Pace. Ja, okay, jedenfalls, wir spielen wahrscheinlich den Adventure-Modus, ja, da kann man irgendwie so Sachen, Dings leben, warte mal, was? Game Names should be only contain letters and numbers. Okay, das heißt, wir müssen das also zusammenschreiben, das heißt, Romans Welt zusammen, und dann können wir hier auf Confirm drücken, und dann lädt auch schon die Welt. So, ich kann euch natürlich sagen, was ich jetzt schon mal gelernt habe über dieses Spiel, also was ich jetzt über dieses Spiel weiß, ja, ist, ich möchte ja natürlich sozusagen dieses Spiel auch sozusagen neu mit euch spielen, weil die meisten Leute dürften vielleicht keinen Plan haben, was es hier eigentlich ist, ja, und ich habe da auch nicht unbedingt so den Plan von, aber was ich weiß, dass ich hier so eine Kanone habe, ja, und mit dieser Kanone kann ich diese komischen Schleime einsammeln, ja, das ist irgendwie, glaube ich, das Sinn des Spiels, ja, da musst du einfach irgendwelche Schleime einfangen und dann hast du die in deiner Kanone drin, warte mal, da hinten ist noch einer, da laufen wir schnell hin, den saugen wir auch nochmal ein und dann gibt es noch diese komischen Pink Plots, ja, warte mal, ich schieße den mal kurz weg, die sehen so aus, warte mal, jetzt sauge ich den nochmal kurz ein und schieße den nochmal hier auf den Boden, damit man den besser sieht, das sind irgendwelche Pink Plots, ja, und wenn ich so richtig verstanden habe, sind das einfach Kristalle, die irgendwie auf dem Boden herumliegen und einfach so wabbeln, aber wenn man so einen Kristall nimmt, warte mal, kann man natürlich noch ganz viele Sachen damit anstellen, aber davor gibt es noch diesen komischen Käfig, ja, denn hier steht jetzt sozusagen, du hast einen Schleim gefangen, jetzt nimm bitte, warte mal, Schleime sind sozusagen der Weg zum Erfolg, schieße sie durch die Barriere in den Dings, in diesen Behälter hier rein und dann leben die in unserer kleinen Bude hier drin, ja, und das ist eigentlich ganz cool, das heißt, mit links können wir schießen und mit Rechtsklick können wir halt eben, ne, die Dinger wieder einsaugen. Und was ich jetzt richtig verstanden habe, ist, diese Dinger, die produzieren diese Pink Plots, ja, diese Dinger, die hier, die wir gerade eben einfach so gefunden haben, ja, und diese Dinger benötigen wir, weil, wenn ich richtig verstanden habe, kann man durch die Dinger irgendwie an dieser Maschine dort Geld bekommen, ja, weil hier gibt es nämlich irgendwie so eine Art Anzeige, da kriegst du für so einen pinken hier 9, für so einen blauen kriegst du 19, für so einen mit Gelb in der Mitte kriegst du 23, dann kriegst du hier für einen so 16, na hier 48, 39, 309, 46 und 48. Und das heißt, wenn wir dieses Ding hier so bumm reinschießen, kriegen wir auch schon Geld, ja? Und das ist eigentlich ganz cool. Das ist sozusagen wie so ein Marketplace oder so, ne? Und dann kann man hier irgendwie noch was draufdrücken, ne? Und dann kann man hier wahrscheinlich irgendwie noch was machen. Hier, Plot Market, Feed Slimes, Collect Ports. Ich verstehe sogar, was das hier ist, was wir uns gerade eben durchlesen, denn hier gibt es so ein Slimepedia, da kann man sich so ein bisschen was durchlesen, ne? Zum Beispiel hier kann man diesen Pink Slime, den haben wir jetzt schon herausgefunden, da gibt es noch ein paar mehr Slimes, die wir alle noch nicht herausgefunden haben, die es noch zu entdecken gilt, ja? Und da kann man halt eben jetzt mal lesen und mal gucken, was es so gibt. So, dieser pinke Slime, der isst gerne Früchte und Veggies, also Gemüse und Fleisch, also der isst eigentlich sozusagen alles, ja? Und hier steht nochmal, dass pinke Schleime die unseltensten Schleime sind und die haben halt eben, die findest du sozusagen so gut wie überall, ja. Und Rancher Risks heißt sozusagen, was haben wir für Gefahren, wenn wir die Typen sozusagen in unserer Ranch sozusagen führen. Und da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, weil die sind nämlich irgendwie happy und die sehen eigentlich ganz in Ordnung aus, ja. Wir können ja mal später vielleicht nochmal gucken, ob wir da vielleicht in unserem Slimepedia noch was Neues lesen können. Aber ich glaube, für heute reicht das erstmal, wenn wir da schon mal ein bisschen was gelesen haben. Lass uns doch einfach mal schauen, was das hier eigentlich ist. Wir können wahrscheinlich hier in unser Haus reingehen. Ah, und hier können wir zu unserer Ranch zurückgehen. Hier können wir schlafen bis zum Morgen oder die Starmail angucken. Und die Starmail ist wahrscheinlich irgendwelche Briefe, die wir auf Englisch so hergeschickt bekommen, wo man sich natürlich irgendwelche Sachen durchlesen kann, die uns eigentlich meistens nicht interessieren. Vielleicht aber später irgendwann mal, wenn wir irgendwas Neues zu suchen brauchen oder sowas. Ne? Nehmen wir uns den Schleim hier nochmal kurz mit und schmeißen den nochmal kurz in unser Gefängnis rein. Puh! Und dann haben wir hier schon ein paar Schleime. So, also mir wird gesagt, diese Dinger mögen also Gemüse, Obst und was weiß ich. Und da haben wir noch einen Huhn. Warte mal, dann schmeißen wir hier. Warte mal, ich habe hier ein bisschen Fleisch für euch da. Braucht ihr Fleisch?
Die haben das Huhn gegessen. Ey, das Geld, cool. Das heißt, die Dinger essen Hühner. Warte mal, heißt das also, dass wenn wir Hühner anbauen, dass wir sozusagen dafür sorgen können, dass die dann mehr zu essen haben? Warte mal, das heißt, wenn wir sozusagen Hühner auch in so einen Stall reinlegen und wir die dann sozusagen züchten, ne, dann haben wir mehr davon und dann können wir unsere pinken Schleime vervielfachen und vielleicht nochmal dafür sorgen, dass wir noch mehr Geld verdienen. Aber ist das nicht irgendwie ein bisschen brutal? Wow, gibt's hier viele Schleime. Wow, die nehmen wir, glaube ich, alle gleich mit. Da ist, glaube ich, gerade eben einer rausgesprungen. Und wie ist er so, und ich werde nicht, dass ich jetzt so verstanden habe, sind das sozusagen die unseltensten Schleime. Ja? Die nehmen wir natürlich easy mit. Hey, wir haben Karotten gefunden und Pogo-Früchte. Warte mal, die pinken Schleime nehmen wir auch nochmal kurz alle mit. Hier, 15 Stück haben wir schon. Wir brauchen noch mehr. Guck mal, wenn wir schon 15 tragen können, können wir gleich noch ein paar mehr tragen, weil dieser Balken ist ja noch nicht voll. Warte mal, da oben sind noch welche. Wow, da ist ein Weißer. Hey, was geht ab, Kleiner? Ich nehme dich mit, okay? Oh, ich habe keinen Platz mehr. Warte mal, das heißt, ich muss irgendwas wegschießen. Oh, warte mal, der hat Geld. Warte mal, den müssen wir irgendwie mitnehmen. Warte mal, ich schmeiß hier mal hier diese Karotten weg. Brauchen wir nicht. Ich nehme dich mit. Easy. So, wo ist er hin? Habe ich Geld bekommen? Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Oh Mann, ich glaube, ich bin schlechter Rancher. Okay, nehmen wir den nochmal ein bisschen mit. Und da hinten sind ja noch ein paar. Hey, und hier sind noch ein paar dieser Früchte. Und da sind nochmal ein paar Karotten. Easy. Damit können wir die, glaube ich, nochmal alle füttern. Hier, komm da rein. Ach, wir haben gar keinen Platz mehr in unserer Kanone. Das heißt, wir können jetzt unsere 20 Schleims nehmen, einfach mal in dieses Gefängnis da reinstecken. Mal gucken, wie die sich dort drin dann fühlen. Aber wie ich jetzt gerade eben nicht verstanden habe, ist irgendwie, dass wir da gerade eben voll irgendwas nicht hinbekommen haben, irgendwie diesen Weißen da einzufangen. Der ist irgendwie abgehauen oder sowas in der Art. Aber wir haben jetzt hier so ein schönes Massengefängnis für unsere Freunde, oder? Das glaube ich. Ich habe gehört, ihr habt Bock, mir Geld zu bringen. Hier ist meine Freunde. Alter, die essen voll viel. Voll cool. Warte mal, das heißt, wir müssen jetzt hier dieses ganze Geld einsammeln. Ah, nicht diese Pogo-Slimes. Warte, hier dieses Geld möchte ich einsammeln. Hier nochmal kurz die Slimes jetzt wieder wegballern, damit wir wieder genug Platz haben, um hier ein bisschen Geld einzusammeln. Warte mal, ich sammle einfach mal alles Geld ein, was gerade da ist. Oh Mann, kann man da nicht irgendwie rausfiltern oder so? Weil irgendwie ist es ja dumm, wenn ich die ganze Zeit diese Dinger mit einsaugen muss. Aber wir haben jetzt schon 16 von diesen weiteren Dingern gefunden. Das heißt, damit können wir theoretisch Geld machen. Dann können wir uns später vielleicht irgendwas davon kaufen. Mal gucken, wie viel wir dafür vom Marketplace bekommen. Das heißt, wir haben 16 Stück. Wenn wir da alle da reinballern, müssen wir 16 mal 9 rechnen. Und daher, dass wir keinen Plan von Mathe haben, lassen wir das einfach den Computer über, ne, dass der das für uns berechnet. So, das heißt, wir haben jetzt 403 Münzen, ne? 403 Münzen könnten wir uns vielleicht benutzen, um irgendwann mal was zu kaufen. Mal gucken. Wir haben ja hier noch ein bisschen was in unserem Grundstück am Laufen. Warte mal, hey, du musst da reingehen. Hier, Rinder mit dir. Pupp. Easy. Mal gucken, was das hier ist. Press E to activate. Ah, Koralle. A happy slime makes for a happy rancher. Okay, das ist sozusagen, glaube ich, wenn ich das hier kaufe, habe ich noch ein weiteres Gehege, ne? Easy. Okay, das ist also ein Gehege. Das heißt, wenn ich sozusagen noch, also wenn ich die jetzt nicht alle zusammenhalten möchte, was ich jetzt ehrlich gesagt vorhatte, weil ich nämlich jetzt diese Hühnchen sammeln wollte. Warte mal, es gab ja hier gerade eben noch irgendwo Hühnchen. Aber wo sind die hin? Warte mal, ich möchte mal kurz ein Hühnchen finden, ne? Vielleicht, wenn es geht, sogar zwei und dann könnten wir die ja züchten. Das wäre ja eigentlich voll in Ordnung. Warte mal, die Karotten nehmen wir uns auch nochmal mit, damit wir unsere kleinen Dinger da züchten können. Warte, hier noch ein paar Karotten mitnehmen. Guck mal, die werden hier sogar angebaut und die wachsen hier sogar. Okay, verstehe. Das müssen wir uns merken. Dann können wir von dort immer ein paar Karotten ziehen, ne? Falls wir da mal ein bisschen was brauchen. Dann dies. Da oben ist eine Box. Die könnte man theoretischerweise mal kaputt machen. Hier ist Geld drin. Und die saugen wir natürlich auf. Und wir haben Dings. Perfekt. Wir haben eine Henne gefunden. Warte. Das heißt, wir nehmen mal kurz unsere Henne. Warte mal. Heartbeat. If you listen closely, you can faithfully hear a veggie. Okay. Das heißt, wir haben also irgendwie eine herzförmige Pflanze gefunden. Aber was wir jetzt erstmal machen, ist hier erstmal so eine Henne rein. Hey, und da sind neue Hühner gekommen. Warte mal. Easy. Komm mal her, kleines Hühnchen. Komm in meinen Staubsauger. Was ist das eigentlich, was wir hier gerade besitzen? Warte, das nehmen wir uns auch nochmal mit. Und dann schmeißen wir das auch hier alles rein. Hier, liebt euch, meine Freunde. Versammelt euch. Werdet mehr oder so. Keine Ahnung. Macht das einfach von selber. Warte mal, muss ich euch füttern oder sowas? Nö, gell? Ihr mögt keine Karotten, so wie ich sehe. Warte mal, die Karotte nehme ich mit. Ah, geh weg von mir. Warte mal, was essen denn Hühner? Magst du Karotte? Nö, ne? Du auch nicht. Okay, das ist voll witzig. Die kann man einfach so abschießen. Okay, warte mal, das heißt, ihr mögt aber Karotten. Das heißt, ihr... Wow, Bellpit. Ich habe gerade irgendein Achievement bekommen. Das heißt, wir füttern mal die Dinger hier nochmal kurz durch, um hier nochmal ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Warte. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen sammeln, damit wir hier Geld bekommen. Geld, Geld, Geld. Okay, so. Und dann knallen wir hier wieder diese ganzen Slimes wieder rein. Aber irgendwie muss es ja eine Möglichkeit geben, dass wir auch dieses Geld irgendwie wieder rausfiltern können. Aber dafür brauchen wir bestimmt nochmal ein bisschen mehr Geld, weil das meiste Geld haben wir jetzt, glaube ich, dafür ausgegeben, dass wir uns dort jetzt eine neue Ranch gemacht haben. Aber wenn es klappt, müssen wir ja jetzt ein paar Hühnchen irgendwie anbauen können, ja? Ich bin mir
jetzt zwar nicht sicher, ob ich vielleicht ein paar Experten habe, die dieses Spiel, die mir gerade eben zusehen, ne? Die vielleicht eine Ahnung haben von dem Spiel, aber ich bin halt eben nicht so der Hellste hier drin. Hey, guck mal, da ist ein Baum. Kann ich den irgendwie aufsaugen? Nö, so wie es aussieht, nicht. Aber da unten ist was zu essen. Perfekt, easy. Diese ganzen Münzen brauche ich zum Verkaufen, ne? Warte mal, ist hier vielleicht noch irgendjemand, der mir vielleicht ein paar Veggies oder sowas abgeben möchte? Hey, ein kleines Küken. Warte mal, das Küken nehmen wir, glaube ich, mal mit. Hier, die rote Bildschirm schießen wir weg. Und dann zack, wir haben ein Chikado. Ein Chikado, so klein und soft und sie werden und sie fühlen sich so an. Achso, nee, diese Chikados sind gefüllt mit Marshmallows. Okay, perfekt. Das sieht ja eigentlich, hört sich nach einer gesunden Ernährung an, ne? Das können wir unseren kleinen pinken Schleim bestimmt mal richtig reinstopfen. Mal gucken, was dort hinten so alles ist. Kann man ja auch mal ein bisschen erkunden, ne? Ein riesiger Schleim da hinten. Wow, perfekt. Da können wir ja gleich nochmal hingehen. Aber davor möchte ich mir das hier nochmal kurz ansehen. Was haben wir denn hier? Warte, wir haben hier nochmal... Oh, was sind das für Dinger? Das sind riesige Rockteile. Warte mal, die nehmen wir mit, oder? Was machst du? Geh weg von mir! Warte mal, kann ich den einfach so mit einsagen? Kann ich eigentlich sterben? Hey, ich glaube, ich habe gerade eben Schaden bekommen. Kann das sein? Wow, die sind echt ein bisschen aggressiv. Warte mal, wir saugen hier nochmal kurz das ganze Geld ein. Diese ganzen Dinger interessieren uns, glaube ich, im jetzigen Fall jetzt gerade nicht. Ich habe, glaube ich, gerade eben wieder Schaden bekommen. Die sind mir echt ein bisschen zu aggressiv. Kann man sich hier irgendwie Waffen kaufen oder so, um die irgendwie schwächer zu machen? Aber wir haben schon wieder 19 Pink Plots, ja? Und wenn wir diese Pink Plots jetzt wieder verkaufen und unser Chicken dann wieder an den richtigen Dings da setzen, an den richtigen Platz setzen, können wir vielleicht dafür sorgen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, ja? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen ja richtig viel Geld, um in nächste Level zu kommen. Und wenn wir halt eben in nächstes Level reinkommen, dann haben wir, glaube ich, wiederum Glück und können dann noch andere Dinger finden. Warte mal, da ist unser eines Huhn. Ah, nein, das brauche ich. Warte, das muss hier wieder rein. Dann ein Chikadu habe ich hier euch mitgenommen. Keine Ahnung, was es hier wird, aber ich glaube, Hühner gehören ja zu Hühnern, ne? Irgendwie müssen sich ja Hühner verstehen. Falls hier irgendjemand einen Plan hat, wie man mit Hühnern umgehen muss, sagt mir da auf jeden Fall Bescheid. Ich knall hier nochmal kurz diese ganzen Dinge da rein. Und bam, 368. Perfekt, das klingt ja auch schon mal gut. Wir haben jetzt 368. Vielleicht können wir hier irgendwas updaten. Music Box. Diese Music Box spielt Musik und sorgt dafür, dass die Slimes sich Agitation. Okay, das muss ich mir vielleicht nochmal durchlesen oder sowas in der Art. Happy Slime Makes for a Happy Rancher. Okay, das heißt irgendwie Music Box. The Music Box plays a smoothie tune that greatly reduces Slime Agitation. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Agitation heißt, aber ich lese es mir später nochmal durch, ne, damit ich weiß, was das ist. Und was haben wir hier? Airnet. An Airnet is a force barrier that covers the top of a coral. It can take a few hits before needing to recharge. Okay, das heißt sozusagen, die können dann da oben nicht mehr rausspringen oder so, aber das brauche ich ja nicht unbedingt, ja? Wir haben hier einen Autofeeder. An Autofeeder will drop food in your deposit into the coral regular intervals. Just remember to keep it stocked. Okay, das heißt, wir können die Dinger sozusagen füttern, damit sie mehr Geld produzieren, ja? Das ist eigentlich schon mal eine sehr gute Idee, aber dafür haben wir nicht genug Geld, aber das ist schon mal was Gutes. Vielleicht können wir hier noch irgendwas machen, was irgendwie für unsere Demolition, nee, das brauchen wir nicht, aber hier gibt es ganz viele coole Sachen, die man eigentlich benutzen kann. Aber die Vögel mit den Dings, mit den Hühnern, weiß ich noch nicht, ob man da mit denen irgendwas anstellen kann. Warte mal. Rooster, Food Type Meat. Das heißt, die mögen Dings. Die mögen halt eben ihr gutes altes Fleisch. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie finden, irgendwie Fleisch finden. Aber woher kriegen wir jetzt Fleisch so schnell? Warte mal. Kann ich vielleicht den hier einfach nehmen und dann den da reinschmeißen? Nee, die mögen sich nicht so, ne? Willst du den hier nicht essen? Guck mal, der sieht doch lecker aus. Iss ihn doch einfach. Okay, der will ihn wahrscheinlich nicht essen. Aber ich glaube, wenn ich diesen pinken Schleim jetzt hier reinschmeiße, dann isst er den einfach auf. Kann das sein? Isst du den auf, kleiner Schleim? Warte mal, ich schmeiß den mal wieder rein und dann boom, dagegen. Nee, guck mal, der Schleim möchte ihn auch nicht essen. Okay, dann kommst du mal wieder zu deinem Nachhause und dieser Rooster kommt da wieder hin und diese ganzen Dinger können dann hier weiter leben und ich schmeiß den hier nochmal ein paar Karotten rein und dann haben wir, glaube ich, auch schon den ersten Tag eigentlich ganz gut hingebracht, ne? Wir haben jetzt hier ein paar pinke Schleims übrig. Wartet mal, bevor es aber zum Ende kommt, möchte ich hier nochmal kurz was gucken und zwar sind hier diese komischen Tore in Rot irgendwie eingezeichnet, wo man ja theoretischerweise mal gucken könnte, was das hier eigentlich ist, weil wir haben hier nämlich so ein komisches Bild. Und dann haben wir hier Ranch Expansion, The Grotto, a dark and gloomy cavern above the sea, like the first chapter to the novel of yours. Okay, das ist sozusagen eine Grotte oder so und dort gibt es dann irgendwie dunkle Kabinen oder so, wo man irgendwie so gucken kann, wo man ein bisschen was entdecken kann und ich glaube, dort sind bestimmt andere Schleimarten unterwegs, ja? Schleimarten, die irgendwie besser sind als unsere, weil unsere versuchen in unserem kleinen Käfig die ganze Zeit sich nur zu stapeln, um hier rauszukommen und ich verstehe
verstehe inzwischen, wieso man sich versuchen sollte, höhere Mauern zu bauen. Weil wenn wir hier nämlich mehr und mehr komische Dinger reinbekommen, dann versuchen die ja weiterhin hier rauszukommen. Oh Mann, Alter. Ich verstehe jetzt irgendwie dieses Problemchen. Lass hier nochmal ein bisschen Geld mitnehmen und dann hier die hier wieder wegschießen. Geht weg. Warte mal, ich brauche hier das Geld. Hier dann nochmal das Geld. Und dann verstehe ich jetzt endlich, wieso man irgendwie höhere Wände kaufen sollte. Weil wenn man keine höheren Wände hat, dann kommt es tatsächlich wieder zu so einem Problem. Oh Mann, aber wir müssen ja sparen, um in die nächste Welt kommen zu können, ne? Dann schmeißen wir das hier nochmal kurz rein und dann können wir ja theoretischerweise noch gucken, wo es dahin führt. Wenn es dort zu dieser Grotte geht, dann dürfte es hier weitergehen, wohin? Zu Overgrowth, a Ranch Very Own Wild Side. Also auch einfach nur ein wildes Erlebnis. Dort sind dann wahrscheinlich auch nochmal andere komische Dinger unterwegs und wir haben jetzt wahrscheinlich nur diesen einen Weg hier in der Mitte frei. Und ich glaube, in diesen einen Orten, wo man erstmal was freischalten muss, ist bestimmt noch ein anderer Ort, wo man bestimmt auch nochmal was freischalten kann, aber dafür braucht man dann halt eben bestimmt noch mehr Schleim, ja? Das heißt, am Anfang müssen wir uns wahrscheinlich mit denen hier zurechtgeben. Hey, und was ist das hier eigentlich? Wow, wie cool sieht der denn? Oh, ist der groß! Warte mal, kann ich den mitnehmen? Gib her! Komm her! Warte, oh, Alter, der leuchtet gelb, der leuchtet gelb! Okay, ich glaube, den kann ich einfach nur wegschmeißen. Okay, gut, mach's gut, ne? Du warst ein sehr toller Schleim. Warte, den hier nehme ich mir aber mit, warte. Komm her, easy. Ein Phosphor-Slime, warte. Phosphor-Slime, bitte herkommen, warte. Und ein zweiter Phosphor-Slime, warte. Den nehmen wir uns auch noch mit. Das heißt, wir haben drei Phosphor-Slimes. Das heißt, damit können wir bestimmt was anstellen. Und wieso diese komischen Phosphor-Slimes jetzt so groß sind und sich nicht einsaugen lassen, keine Ahnung. Aber wir können ja gerne mal einen mit nach Hause nehmen, zu den kleinen Dings da, ne, zu den Hühnern reinschmeißen. Wenn die dann wahrscheinlich mit den Hühnern da drin chillen, essen die die wahrscheinlich dann bestimmt auch auf, oder? Hier, viel Spaß in deinem neuen Zuhause, Kumpel. Warte mal, dann hier nochmal ein paar Phosphor-Slimes reinschmeißen. Oh, und er hat ihn gegessen. Tatsache, wow, was hat der Dings? Was hat er uns gegeben? Können wir jetzt was aufsammeln? Hey, Tatsache, hier. Warte mal, was haben wir bekommen? Phosphor-Plort, ja, Phosphor-Plort. Mal gucken, für wie viel wir das verkaufen können. Phosphor-Plort ist das hier, 24. Hey, gar nicht mal so schlecht. Das heißt, wir haben jetzt schon 444 von diesen komischen Dingern und ich glaube, das dürfte theoretischerweise reichen, um in der nächsten Folge ein bisschen Schrott zu bauen. Wenn nicht meine ganzen kleinen Dinger hier schon aus dem Rand laufen würden. Oh Mann, Alter. Wenn ich mir das nur ansehe, wird das hier wahrscheinlich noch ganz schön witzig werden, diese ganzen Dinger auf Trab zu halten. Oh Mann. Ich hoffe natürlich, dass die Folge euch heute gefallen hat und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich werde diese Folgen hier immer um 15 Uhr hochladen, ne? Dass ihr sozusagen immer ein Zweitvideo habt, weil mir macht dieses Spiel nämlich ein bisschen Spaß und ihr bekommt natürlich eure hauptsächlichen Minecraft-Videos dann um 13 Uhr und um 15 Uhr kommt dann immer Slime Rancher, ja? Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Man sieht sich dann morgen in der neuen Folge. Haut rein, Leute. Tschüss!